Wir haben uns in Brüssel mit Harald Wilkuczewski, einem Demografieforscher, getroffen. Seit langem treibt ihn die Frage um, warum junge Menschen oft anders ticken als alte und was das für Wahlen bedeutet, wie zum Beispiel auch beim Brexit-Votum. Warum also stimmen alte und junge Wähler so unterschiedlich ab? Alter ist eine relativ grobe Kategorie, hinter der sich andere Faktoren verstecken. Und die Wahl in den USA und der Brexit geben uns ganz interessanten Aufschluss über diese anderen Faktoren. Bei Trump können wir zum Beispiel klar sehen, dass diejenigen, die für ihn gestimmt haben, auch eher sich mit Fragen zur Immigration auseinandersetzen, des kulturellen Leitbildes und vielleicht auch eher besorgt sind, dass die ehemals weiße Mehrheit in den USA stärker ins Hintertreffen gerät. Es waren weniger wirtschaftliche Fragen. Das hat man ja auch oft gehört, dass die wirtschaftlich Abgehängten eher Trump anhängen. Das war auch ein Faktor. Aber der wichtigere Faktor war eher diese kulturelle Frage, diese Wertvorstellungen. Die Frage nach einem kulturellen Leitbild bestimmte auch die Brexit-Abstimmung. Das Wahlverhalten von Jung und Alt hätte unterschiedlicher kaum sein können. Für einen Austritt Großbritanniens aus der EU votierte nur jeder Vierte der Jüngeren. Je älter die Wähler, desto mehr kehrte sich das Bild um. Die alten Wähler entschieden über die Zukunft der Jungen, was die wiederum nach der Entscheidung verärgert auf die Straße trieb. Kann so etwas auch in anderen Ländern passieren? Welches Gewicht haben die Stimmen der älteren Wähler wirklich? Wenn man jetzt annehmen würde, dass die Brexit-Abstimmung in anderen Ländern vorgenommen wird, da hat uns umgetrieben, was hätte da die Demografie für einen Ausschlag zum Beispiel in Deutschland oder in den USA oder in Australien gemacht. Und wir haben da einen Index gebildet, um das zu messen. Und es stellt sich raus, dass in den 19 Ländern, die wir angeschaut haben, überall die Jungen an der Urne verloren hätten. Also es ist eigentlich durchweg in den Industriestaaten so, dass die Alterung so weit fortgeschritten ist, dass wenn wir einen starken Einstellungsunterschied zwischen Jung und Alt haben, dass einfach die Alten dann den Ausschlag geben. Alte und junge Menschen, ein Konflikt unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten, ein Kampf auseinandergedrifteter Generationen, ein Trend, der nicht aufzuhalten ist. Oder doch? Was können wir tun, um Jung und Alt zu vereinen? Ich glaube, es wird immer eine unterschiedliche Sichtweise auf Dinge geben zwischen Jung und Alt. Wir alle sind in einem Lebensverlauf, in dem sich vielleicht gewisse Einstellungen, Lebensarten ändern. Perspektivisch ist es für einen Politiker, glaube ich, wichtig, da hinzugucken, aber auch durchaus für den einzelnen Jüngeren, dass er vielleicht sich stärker engagiert politisch. Wir wissen ja, die Wahlbeteiligung bei den Jüngeren ist deutlich niedriger als bei den Älteren. Gleichzeitig kann man aber auch sagen, dass man mit den Älteren sozusagen arbeiten könnte. Politische Bildung ist ja nicht nur ein Thema, das Jüngere betrifft.